Hallo zusammen, mich hier ist wieder Tilan und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen heute wieder ein paar Kisten aus der Garnison aufmachen. Und zwar habe ich da hier mit dem Zwerg schon mal eine besorgt. Das sind nämlich einmal die Kisten, die man bekommt, indem man die Raid-Quest spielt. Und ja, im ersten Teil hatte ich schon ein bisschen genauer erklärt, falls euch die große Kopfgeldbelohnung nix sagt, könnt ihr da nochmal reinschauen. Aktuell brauche ich noch 23 Items draus. Das letzte Mal hat man, glaube ich, innerhalb von 30 Kisten 5 Dinger bekommen. Und ich hoffe, dass wir ja eine ähnliche Quote jetzt auch wieder hinlegen, dass sie nicht unbedingt schlechter wird, vielleicht sogar besser. Und dann würde ich sagen, schauen wir in die erste Kiste rein. Und da haben wir gleich schon mal eine Nullnummer drin, und zwar einen Hals. Das bringt mir leider kein T-Mock. Gut, als nächstes haben wir dann einen Druid. Schauen wir mal. Eine Hose. Da habe ich auch schon alles. Schade. Beauty, nächster Druid. Jetzt gucken wir mal, was wir Schickes drin haben. Och, nö, einen Waffentoken. Da bin ich auch fertig. Schade. Gut, als nächstes haben wir den DK. Schauen wir mal, was haben wir da Schickes drin? Wieder eine Hose. Belastend. Sudala, dann haben wir den nächsten Char. Hier einmal einen Rogue. Und was ist Schickes drin? Ein Umhang. Gut, den kann ich brauchen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja gut, im Rogue habe ich eh nur einen Agi-Umhang als Auswahl. Da brauche ich gar nichts umschalten vom Lootspec. Ich habe den falschen gekriegt. Warum habe ich den falschen Umhang gekriegt? Anscheinend gibt es mehrere, die mit Agi sind. Na, das ist natürlich belastend. Schade. Gut, nächster Schurke. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht gibt es diesmal den richtigen Umhang. Oder wir haben den Ring drin, der mir gar nichts bringt. Perfekt. Dann haben wir noch einen Hunter. Jetzt gucken wir mal, was der Schickes drin hat. Waffe brauche ich auch nicht. Belastend. Als nächstes haben wir noch einen DK hier. Mal, was der Nettes hat. Ein Gürtel. Komm, da kommt doch jetzt was raus, oder? Es gibt ja jetzt nur jeweils einen. Wunderbar, da haben wir doch das erste Item schon mal. Beauty, dann haben wir jetzt noch einen Druid hier am Start. Halt, das hier wollen wir aufmachen. Das ist leider ein Kopf, den brauchen wir nicht. Gut, dann haben wir noch einen Demon Hunter. Und wir kriegen nochmal einen Waffentoken. Schade. Gut, dann haben wir noch einen Parler. Mal gucken. Trinket. Als nächstes haben wir dann noch einen Monk am Start. Und was haben wir Schickes drin? Schuhe. Aber da brauche ich keine Schuhe mehr für Leder. Schade. Was sind das? Wahrscheinlich Plattenschuhe, ne? Würde ich vor dem Token brauchen. Schade, schade, schade. Dann haben wir als nächstes einen Druid. Gucken wir mal. Handgelenke. Na, die habe ich auch schon fertig. Mist aber auch. Gut, dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir bei dem Hunter jetzt hier ein bisschen mehr Glück. Schuhe? Da brauche ich sogar noch alle. Nice. Here we go. Da haben wir das nächste Item. Sehr schön. So, dann haben wir hier noch einen Paladin. Da habe ich jetzt den Beutel schon zu schnell aufgemacht. Aber hier ist jetzt ein Gürtel drin gewesen. Und ich brauche blöderweise alle Rüstungsklassen noch, bis auf den Plattengürtel. Den habe ich natürlich schon. Ist echt belastend, aber gut, was wir mal machen, ne? Schau mal beim nächsten Ding wieder rein. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Hexenmeister. War da Schickes drin? Stulpen brauche ich nicht. Schade. Dann haben wir noch einen DK. Schauen wir doch mal. Nein, nochmal so ein Gürtel. Warum krieg ich den wieder auf den Plattenschar? Das kannst du mir noch nicht erzählen. Ist das belastend. Als nächstes haben wir dann noch einen Demon Hunter. Und der hat ein Kopftoken, was wir nicht brauchen. Schade, schade. So, dann haben wir noch einen Hunter am Start. Und was haben wir Schickes drin? Nochmal ein Waffentoken, belastend. Gut, als nächstes haben wir dann noch einen Demon Hunter. Und was haben wir Schickes drin? Einen Ring. Beauty, dann haben wir nochmal einen DK. Ich kriege jetzt nur mit den Gürtel, ne? Ich sag's euch. Schultern. Okay, die bringen mir natürlich auch nichts. Dann haben wir noch einen Druid am Start.
Und wir haben einmal Schuhe, aber da brauche ich die Plattenschuhe anscheinend noch. Schade, bringt mir auch nichts. Gut, dann haben wir hier noch einen Monk. Mal gucken, was hast du Schönes? Ein Schwert. Als nächstes haben wir dann noch einen Hexenmeister. Und dann schauen wir mal rein, was da Schickes drin ist. Ach, das war nicht schick. Wieder mal ein Ring, schade. Gut, dann gucken wir mal, ob wir beim DK hier ein bisschen mehr Glück haben. Und, ein Umhang. Da könnte der richtige drin sein. Aber ich hatte ja vorher schon mal einen Lederumhang umgewandelt und da hatten wir kein Glück. Und, da haben wir Glück. Na, wunderbar. Jetzt brauchen wir bei dem, glaube ich, nur noch einen, ne? Ich schätze mal, wenn dann einen Stärke- oder Int-Umhang. Da muss ich halt mal gucken. Gut, dann haben wir hier noch einen Warrior. So, und was Schickes drin? Mal wieder ein Ring. Schade. Gut, dann haben wir noch einen Deka hier am Start. Und was kriegen wir Schickes? Oh, Handgelenke. Ah, die habe ich schon fertig. Schade. Dann haben wir nochmal einen Paladin hier. So, schauen wir mal. Und Handgelenke. Ah, die hatten wir vorher schon. Auch wieder nix. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Druid. So, jetzt hoffen wir, dass wir noch ein Item rausziehen hier. Gürtel. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ledergürtel haben wir. Perfekt. Gut, dann haben wir jetzt den letzten Char. Und zwar müsste das jetzt Sack Nummer 30 sein. Da haben wir einmal das Ding. Und was haben wir drin? Leider eine Hose. Das war eine Nullnummer. Jetzt gucken wir mal, was wir Schönes haben. Also wir sind jetzt runter auf 19 Items. Wir waren, glaube ich, am Anfang bei 23. Heißt, zumindest haben wir 4 Items plus gemacht. Und jetzt brauche ich noch hier quasi jede Rüstungsklasse Handgelenke. Umhang haben wir, was ist das? Okay, das ist Agi oder Stärke. Gut, da brauche ich auch noch jede Rüstungsklasse, hier auch. Und bei den Schuhen ist schon mal Platte raus. Hier ist es nur ein Stärkeumhang, so wie es aussieht. Int, Agi, Int. Und das ist Int-Stärke. Okay, achso, das ist, ja gut. Hätte, und das ist quasi noch ein Plattending. Ja, ein paar Sachen sind es noch, 19 Dinger. Jetzt wird es halt immer weniger, ne, was ich pro Opening kriegen werde. Weil der Pool natürlich gleich groß bleibt, aber die Items, die ich brauche, natürlich immer weiter abnehmen. Und dann, naja, so nach und nach kriege ich es hoffentlich fertig. Und ja, dann sind wir durch mit dem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr beim nächsten Mal gerne wieder reinschalten. Euer Tela, bis dahin, ciao.